Ja, von unten sieht die Antenne dann so aus. Bisschen merkwürdig, als ob da einer seinen Sperrmüll auf dem Dach vergessen hat. Ja, da saß ich im Café gestern, dachte über Antennen nach, weil ich gerade für den Wettersatellitenempfang gibt es ja so einige Bauanleitungen, aber die sind auch ganz schön schwierig. Jedenfalls saß ich dann da im Café draußen. Es war sehr warm und der Sonnenschirm war aufgespannt. Und da gucke ich so auf den Sonnenschirm und denke, ist ja eigentlich eine prima Antenne. Ich habe nämlich auch das Problem, dass ich nur so eine kleine Luke habe auf dem Dachboden. Und da komme ich mit diesen breiten Antennen, diesen horizontalen Antennen gar nicht durch. Da dachte ich mir, ja, wenn ich jetzt einen Schirm, so was Schirmartiges bauen würde. Und wie ich da so drüber nachdenke, denke ich, wieso bauen? Ich habe doch einen Schirm und habe den, damit er nicht so windanfällig ist, ausgehöhlt. Jetzt gerade mal checken, ob das alles zu sehen ist. Ja, kann man doch gut sehen. Also habe einfach mit einem scharfen Messer da so Löcher reingeschnitten, damit er nicht abhebt, weil der kommt ja oben aufs Dach. Und diese Kabel gibt es schon fertig. Das ist jetzt eine Kupplung, so normales BNC-Kabel. Und die gibt es schon fertig mit solchen Krokodilklemmen. Und eine habe ich halt hier an eine Strebe geklemmt. Den roten nämlich. Und den schwarzen, da habe ich einen Ring aus Stahl, also ja, so ein Metalldraht habe ich hier drum gebogen um den Stab, weil der Stab hat keinen Kontakt zu den anderen Streben. Und ja, und dann wird das dann halt mit einer Sonnenschirmklemme, die man im Baumarkt günstig bekommt, wird das halt oben an der Leiter für den, es gibt draußen auf dem Dach immer so Leitern, wird das angeklemmt. Man kann sich aber auch behelfen. Man könnte auch, wenn man jetzt nicht aufs Dach kann irgendwie oder darf, könnte man auch einen Ausleger machen mit zwei solchen Sonnenschirmklemmen von der Fensterbank aus. Oder vom Balkon aus oder irgendwas. Aber das Problem jetzt bei Wettersatelliten speziell ist, dass man nicht abgeschattet sein darf mit der Antenne. Sonst hat man halt so Empfangslücken. Weil diese Satelliten, die bewegen sich ja, die fliegen ja über einen weg. Ja, und genau dieses Problem hatte ich jetzt nämlich auch. Der Empfang war ganz schön, nur ich hatte ein paar Lücken, weil die Antenne noch nicht hoch genug ist. Und da habe ich jetzt geguckt. Ich hatte neulich mal so ein Plastikrohr im Baumarkt gekauft für ein paar Euro. Wollte da eigentlich was anderes mit basteln. Und das passt hier genau rein. Und dann sichere ich das hier oben. Jetzt muss ich mal die Kamera kurz in die Hand nehmen. Da habe ich hier so Löcher gebohrt. Und dann sichere ich den Schirm mit Kabelbindern, damit er nicht wegfliegt. Ja, so wie man sieht, habe ich hier einmal komplett durch Rohr und Schirm durchgebohrt und einen Kabelbinder dran gemacht. Und dann dachte ich mir, vielleicht lieber auch noch einen Nagel. Dann habe ich noch einen Nagel, also ist nochmal ein 3 mm Loch gebohrt und einen Nagel und den dann am Ende einfach so umgebogen als Sicherung. So, und jetzt ist der Schirm hier fest verankert.
So, dann habe ich den Schirm, die Schirmklemme hier drüber gemacht. Jetzt habe ich ein schön langes Rohr. Da komme ich über den Schornstein drüber hinweg. So, jetzt bin ich hier auf dem Dach. Und hier sieht man schon so eine Stufe. Und ich habe die oberste Stufe genommen und habe da diese Sonnenschirm-Tischklemme dran gemacht. Und da oben sieht man den durchlöcherten Schirm. Und der ist jetzt halt über dem Schornstein. Hat also freie Sicht auf den Satelliten. Schön diese Morgenstimmung. Ja, der Satellit kommt jetzt schon rein, obwohl er noch knapp 3000 Kilometer entfernt ist. Das ist also ein sehr guter Wert. Der ist jetzt noch nördlich von Schweden und Norwegen. Und da, wo der rote Punkt ist, da ist die Antenne. Und der Empfang beim WX2IMG hat jetzt auch schon angefangen. Da sieht man hier oben schon so ein bisschen. Ja, man hört, das ist ein schönes, klares Signal. Obwohl der ziemlich weit weg ist. Also ich hatte schon viel kürzere Distanzen, wo der Empfang schlechter war. Das sind jetzt 1650 Kilometer bei einem Winkel von 25 Grad. Und der nimmt jetzt auch, nee, der nimmt noch zu. Das heißt, der fliegt noch ein bisschen höher. Ja, das Signal ist wunderschön. Und das Bild entsprechend auch. Der Empfang ist immer noch nahezu perfekt, obwohl er schon 64% hat. Ja, WX2IMG ist jetzt fertig. Man sieht hier unten die Prozentanzeige bzw. hier die Meldungen Building Map. Das heißt, er baut jetzt verschiedene Bilder zusammen. Also das sind ja mehrere Layer, also Schichten, aus denen dann Bilder zusammengesetzt werden. Wie in einem Fotolabor früher. Nur dass heute alles digital ist und in diesem Fall automatisch abläuft. Wunderbar. Da hat er jetzt hier den westlichen Teil mal gemacht. Hier ist ja Skandinavien und hier ist England. England und Irland, Deutschland ohne Wolken, doch hier so ein bisschen da über Bayern irgendwo. Ja, ich habe gerade noch gedacht, ich könnte ja auch noch einen anderen Versuch machen. Ich nehme hier mal den AOR 8600 und der läuft jetzt mit der Skyscan oder SkyMag 1300, also diese Breitbandantenne von 25 bis 1300 MHz. So eine 30-Euro Antenne halt für Scanner. Und die empfängt ja mit dem AOR sehr gut. Das ist zum Beispiel jetzt ein amerikanischer Sender, morgens um, jetzt ist ja also UTC 3.38 Uhr, also 5.38 Uhr Sommerzeit. Das ist ein USA-Sender in Florida, in Miami. Und der ist 7.500 Kilometer weg, strahlt aber 180 Grad, also das heißt eigentlich in die falsche Richtung, also er strahlt nach unten. Deswegen ist der auch nicht so gut empfangbar, aber mit dem AOR geht's. So, das ist die Regenschirmantenne. Das Signal ist stärker.
Und man versteht ihn etwas besser. Also die empfängt auf Kurzwelle zumindest besser. Jetzt mache ich mal den Wollmet vom Flugplatz Frankfurt. Ganz klar. Sehr schöner Empfang. 1, 2, 3, 4, 5 Balken. So, das ist jetzt mit der SkyMac. Bisschen auch sehr gut. Bisschen rauschiger vielleicht. So, das ist jetzt wieder mein Lieblingssender Radio Havanna. Den kennt ihr ja schon in- und auswendig. Mit der SkyMac. Das ist Radio Havanna mit der Regenschirmantenne. Also der Ausschlag ist stärker, ist deutlicher. Ich muss ihn vielleicht mal abschwächen sogar. Mal schauen, was dann passiert. Besser wird es nicht unbedingt. Das ist jetzt die Regenschirmantenne mit RTTY-Empfang. Also Radio Fernschreiben. Also Vollausschlag, ne? Mehr geht nicht. Das ist jetzt RTTY mit der SkyMac. Auch sehr gut, aber ein bisschen, man sieht, der S-Meter zappelt. Also etwas unempfindlicher. So, das ist jetzt Langwelle. Langwelle RTTY. Pinneberg ist das. Seewetterdienst. Und das ist jetzt die SkyMac. Und das ist die Regenschirmantenne. Also deutlich besserer Empfang auf den längeren Wellen. Bisschen merkwürdig, als ob da einer seinen Sperrmüll auf dem Dach vergessen hat.